Guten Tag. Dies ist ein Weckruf an alle Menschen, die mit Agrochemie zu tun haben. Die Menschen in der Industrie selber, aber auch die Bauern, die Landwirte, die Wasserwirtschaft, die Kollegen aus der Wasserwirtschaft, aber auch alle Verbraucher, weil die Agrochemie inzwischen unsere Lebensmittel minderwertig gemacht hat und wir deshalb eine regenerative Agrochemie brauchen. Früher wollte ich die Agrochemie abgeschafft sehen und inzwischen sehe ich, dass sie eine wichtige Rolle spielen muss zum Aufbau einer guten Zukunft für alle. Ja, worum geht es? Im Moment scheint so gut wie niemand irgendeinen Plan zu haben, wie es weitergehen soll. Ideologie beherrscht die Politik. Und letztlich wird die Industrie zerstört ja, im Westen, kann man sagen, auch in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und dass BASF abwandert nach China, ist eine Folge von Fehlentscheidungen. Aber es wird vielleicht die Chance zum Umbau, also die Menschen, die jetzt nicht einfach mitmachen, dass alles zerlegt wird, sind aufgerufen, eine neue, gute Zukunft mit aufzubauen. Es gibt irgendwo in der öffentlichen Debatte keinen Plan, deshalb habe ich einen gemacht. Konkrete Zukunftsvisionen für Stadt, Land und Meer. Und hier steht auch die ganze Thematik drin, die ich jetzt hier in diesem kurzen Vortrag bringe. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich. Hinweise unter diesem Video. Ja, worum geht es? Es geht tatsächlich darum, dass wir erkennen, was für Irrwege gegangen wurden. Und über die Gründe muss man gar nicht lange spekulieren, sondern es geht einfach darum, wie man jetzt gut weitermacht und dass man diesen Wahnsinn aufhört. Ich möchte einen Kollegen zitieren, der 1940 eine spektakuläre Aussage gemacht hat. Professor William Albrecht, damals an der University of Missouri, einer der ganz großen Bodenforscher. Der hat verstanden, was los ist. Also die NPK, also hier geht es auch darum, Stickstoff, Phosphor, Kalium, das ist der übliche Handelsdünger. Die Katastrophe ist aber das N. Ne? Phosphor, Kalium wird oft auch gebraucht, ist oft aber auch im Überfluss vorhanden. Wir hatten jetzt gerade eine Messung bei einem Feld in Bayern, in Franken. Und dort war ein massiver Phosphorüberschuss zu finden. Und der Bauer hat aber gesagt, nee, ich habe schon immer NPK gedüngt, ich dünge weiter NPK. Und deshalb brauchen die Bauern Hilfe. Sie brauchen kompetente Ansprechpartner in einer regenerativen Landwirtschaft. Und dazu sollte die regenerative Agrochemie eine gute Beratung machen und nicht wie bisher einfach nur blindes Marketing, was die Menschheit aktuell noch vernichten könnte. Professor Albrecht hat das schon gesehen. Also NPK-Formeln, wie gesagt, das ist der übliche Handelsdünger. NPK-Formeln, wie sie von den Landwirtschaftsministerien der Staaten vorgeschrieben und durchgesetzt werden, bedeuten Unterernährung, Befall durch Insekten, Bakterien und Pilze, Unkrautbefall, Ernteverluste bei Trockenheit und allgemeiner Verlust an geistiger Schärfe in der Bevölkerung, was zu degenerativen Stoffwechselerkrankungen und einem frühen Tod führt. So, das muss man erstmal sacken lassen. Allgemeiner Verlust an geistiger Schärfe in der Bevölkerung. Also, so geht's nicht weiter und die Verdummung ist aber schon so weit, dass ich nicht weiß, ob wir das noch hinkriegen. Idiotie, die heute sinnvolles Denken ersetzt, Ideologien, Ökologismus, der jetzt das Überleben der Menschheit bedroht und Milliardenmärkte ausrollt, korrupte Systeme im Namen der Ökologie, das
habe ich satt und wir Menschen können es besser. Und vielleicht müssen wir dafür erstmal sehen, wie wir die geistige Schärfe zurückgewinnen. Der Stickstoffkreislauf ist massiv gestört. Wir haben einen gigantischen Anstieg der Stickstoffproduktion, weil halt blindes Marketing betrieben wurde. Stickstoff immer mehr, überall. Und die Effizienz ist von 1960 80%. Also Effizienz heißt, wie viel wirklich von den Pflanzen aufgenommen wird, zu heute weltweit 17% im Ackerbau gegangen. Und das ist katastrophal. Und ich bin selber Wasserwirtschaftler. Wir haben überall, wo Landwirtschaft gemacht wird, agrochemische Landwirtschaft, massive Belastung des Grundwassers, fast überall. Es gibt auch geologische Situationen, wo das Grundwasser unempfindlich ist, aber fast überall haben wir massive Stickstoffbelastung, wo natürlich eine Irrsinnstierhaltung auch dazu gehört. Also die Tiere müssen auch in die Fläche, wo sie gut leben können und in Portionsbeweidung die Böden verbessern können und auch diese Stickstoffproduktion vermeiden können, weil die ist nämlich komplett unnötig für die Landwirtschaft, weil das der Boden viel besser kann. Die Bauern im deutschsprachigen Raum wirtschaften besser, also wir sind nicht ganz so schlecht wie der globale Durchschnitt. Im deutschsprachigen Raum sind wir eher bei 25%, was immer noch schlimm genug ist, aber hier haben wir noch viele Bauern, die immerhin einen ordentlichen Fruchtwechsel machen und so weiter, was in vielen anderen Ländern der Welt nicht der Fall ist. Das hat mit dazu geführt, also diese Stickstoffdüngung, übertriebene mineralische Stickstoffdüngung zerstört das Bodenleben und die kaputten Böden sind die Bedrohung der Zukunft der Menschheit. Die Zerstörung der Böden ist der Hauptfaktor von dem menschengemachten Anteil am Klimawandel. Wenn der Wasserkreislauf zusammenbricht, haben wir nur noch einen Wechsel zwischen Dürre und Überschwemmung und Hitze und Kälte, wie wir das im Nahen Osten sehen, was auch mal eine grüne Kornkammer war, wo das Klima ausgeglichen war und seitdem die Böden dort zerstört wurden, dort halt durch Abholzung. Für Kriegsschiffsbau sehr häufig. Da hat man halt ja einfach gesehen, dass das halt so nicht gut geht. Und jetzt hatte ich eine Masterarbeit machen lassen zum Zustand der Böden weltweit. Wir wissen alle, dass es nicht gut aussieht. Aber der Student, der das gemacht hat, hat letztlich die verfügbaren aktuellen Daten zusammengetragen. Es ist faszinierend, dass es ganz wenig Forschung gibt zu gesunden Böden, wie man Böden aufbaut, obwohl es das Wichtigste ist auf der physischen Ebene für eine gute Zukunft für die Menschheit. Ne? Also Menschheit im Blindflug, wie gesagt, es braucht einen Plan. Ohne eine klare Vision kommen wir nicht weiter. Und da, das ist auch ein Aufruf, dass weiterentwickelt wird an guten Plänen für eine gute Zukunft für alle Menschen und auch für die ganze Natur. Und da sind die Zahlen halt erstaunlich anders, als man es denkt. In vielen Gegenden, wo wir eigentlich so denken, da ist alles ganz schlimm, da ist vieles schon besser geworden. Also Subsahara-Afrika, ja, moderate Verbesserungen. Und das sind Einzelmenschen, die das machen. Das sind keine Regierungsprogramme. Und es ist dann auch so, dass die Berichterstattung über Brasilien irreführend ist. Ne? Man guckt immer nur hierhin und vergisst aber, dass in vielen Teilen Brasiliens auch die Verbesserung dort ist. Australien, durch die biodynamische Landwirtschaft, Demeter-Landwirtschaft, die da riesig geworden ist, gibt es Verbesserungen in vielen Gegenden. Ne? Und ohne den biodynamischen Anbau wäre Australien wahrscheinlich inzwischen schon ziemlich am Boden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben Verbesserungen in Nordamerika und diese Verbesserungen, die sind zum großen Teil der regenerativen Landwirtschaft zu verdanken.
dank einer Politik, die eher in Ideologie geht und Förderung von Marketing von großen Industrien, wie auch der Agrochemie, hat das verpennt. Wir sind 20 Jahre zurück, aber so langsam wacht auch Europa auf, weil jetzt, wo ja einfach die Zerlegung der Industrie im großen Stil stattfindet, wir sind jetzt tatsächlich schon in Rezession und es ist absehbar, dass wir jetzt mächtig was tun müssen, um da rauszukommen. Und da gibt es zum Glück sehr, sehr gute Wege. Und wie gesagt, ich plädiere jetzt dafür, dass wir zu einer regenerativen Agrochemie kommen, die auch dazu führen kann, dass diese katastrophale Bodenzerstörung in Europa, wir sind die Idioten der Welt. Wir sind die, die jetzt die Böden völlig kaputt machen und uns aufspielen als die großen Helden, die einfach das Umweltbewusstsein mit Löffeln gefressen haben. Ökologismus ist was für Idioten und da mache ich nicht mit. Und wir machen Ökologie auf der Basis von guter Wissenschaft. Und die gibt es und man kann ganz klar sehen, in welche Richtung es geht. So, also hier sehr viele gute Nachrichten und ein Weckruf an Europa insgesamt. Und ich finde es nicht gut, wenn Europa zerstört wird. Es ist eine absolut tolle Region, abwechslungsreich. Ich bin viel in der Welt unterwegs gewesen. Und Europa hat es nicht verdient, zerstört zu werden durch einfach Missachtung grundlegender Naturgesetze. Ne? Und Professor Albrecht hat da aufgezeigt schon, woran es liegt. Und es ist nicht NPK, sondern das Stickstoff im Handelsdünger, was die Katastrophe macht mit der Bodenzerstörung. Also die ganzen Gebiete, wo es rot ist, Abholzung, falsche Beweidung und auch die agrochemische Landwirtschaft. Ja, da machen wir jetzt weiter und schauen, wie es werden kann. Also das eine Szenario ist tatsächlich jetzt die Erde weiterhin zu verwüsten, was immer noch im relativ großen Stil läuft und wo auch die Verbraucher verdammt nochmal aufhören müssen. Kauft nicht mehr diese Sachen von agrochemischer Landwirtschaft, weil das zerstört die Böden, zerstört unsere Zukunft, belastet das Wasser. Eine grüne Erde kann es nur geben, wenn wir die Böden wieder aufbauen und da muss auch die ökologische Landwirtschaft sehr viel besser werden. Auch die muss regenerativ werden. Einige sind es, aber viele eben nicht. Und da ist halt einfach jetzt zum Glück schon sehr, sehr vieles unterwegs in Richtung der grünen Erde. Und ich bin da sehr optimistisch, dass es gut weitergeht, weil es gibt Millionen von tollen Projekten, die aber von Regierungen ignoriert werden und alles ist da für eine gute Zukunft, aber es ist völlig klar, völlig absehbar, wir Menschen müssen diese gute Zukunft selber aufbauen. Wir sind verlassen von den Leuten, die eigentlich dafür sorgen sollten, dass es gut weitergeht. Regierungen, Behörden, Universitäten zum großen Teil abwesend in einer Debatte für eine gute Zukunft. Und jetzt ist eine Menge zu tun und da kann man ganz klar sagen, wir haben halt ja zum Glück diesen Weg zur grünen Erde schon ganz gut im Griff. Und nochmal hier mein Buch. Es gibt fast nichts in Richtung von konkreten Zukunftsvisionen. Es gibt einmal die Utopien, also irgendwelche absurden Gaga-Sachen, die dann mal ein paar Mal über die Titelseiten der seichten Zeitschriften da flattern und belanglos sind. Und man kann aber aufgrund von ökologischen Betrachtungen, von Systemverständnis ganz klar sagen, wie es gut weitergehen kann. Und ich lade alle ein, mitzuwirken bei Weiterentwicklung von solchen Visionen oder auch, dass andere Visionen aufgestellt werden. Und damit kommen wir zum grünen Planeten. Und
Ich habe hier schon mal so mein neues Fahrzeug mit reingebracht. Das ist ja etwas, wo wir dann auch ohne Umweltbelastung gut reisen können und das auch vielleicht zu anderen Planeten. Ja, werden wir wahrscheinlich noch erleben. Aber Spaß beiseite. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen, was ich selber mache, was auch mein Institut macht. Und ich bin selber halt an der Technischen Uni Hamburg und wir haben ein immens innovatives Institut, wo wir in vielen Bereichen hier wegweisende Forschung machen. Und einmal geht es halt auch um ressourcenorientierte Sanitärsysteme, wo wir halt nicht mehr diesen NPK-Dünger brauchen, sondern wo wir eine Regeneration auch der Nährstoffe aus dem Abwasser machen können, neben anderen Quellen. Also die Menschen selber können nur einen kleinen Teil der Nährstoffe produzieren. Das ist aber hier nicht das Thema. Ich habe hier im YouTube-Kanal auch dazu ausführliche Vorträge. Ich selber habe mich jetzt sehr stark spezialisiert auf ländliche Entwicklung, weil das ist das Hauptthema für eine gute Zukunft für alle. Regenerative Landwirtschaft ist da das Stichwort, Agroforstsysteme, Waldgärten, alles ist da für eine gute Zukunft für alle und wir machen Forschung, wie man Boden wieder aufbaut. Aktuell arbeiten 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vollzeit in Richtung Bodenverbesserung, Bodenbiologie, Zusammenhang zu Nährstoffhaltefähigkeit, Wasserhaltefähigkeit, dass wir die Böden wieder wie einen Schwamm werden lassen, dass wenn es stark regnet, das Wasser aufgenommen wird, dass diese Austrocknung aufhört und dass das Klima wieder in Balance kommt durch gesunde Böden, wo der Wasserkreislauf funktioniert. Es ist nämlich relativ einfach, das Klima wieder in Balance zu bringen. Und dann haben wir noch Bioressourcenmanagement, wo auch viele tolle ja, Kompostierungsmethoden entwickelt werden. Und wir haben eine kleine Abteilung Umweltrobotik aufgebaut. Das Thema gibt es bisher nicht so richtig, aber auch da ein Aufruf, ja, einsteigen, auch Robotik da einsetzen, wo sie der Umwelt nützen kann. Und das ja, ist auch ein ganz gutes Thema. Ja, in Richtung ländlicher Entwicklung, regenerativer Landwirtschaft machen wir verschiedene Arbeiten am Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz der Technischen Uni Hamburg. Und wir machen zum Beispiel Infiltrationsmessungen. Kaum jemand macht solche Messungen. Also Cornell University in USA ist eine der wenigen Universitäten, die da auch sehr, sehr viel macht, mit denen wir auch etwas zusammenarbeiten. Wir bestimmen die Aggregatstabilität der Böden, biologische Kompostuntersuchungen, Bodenbakterien und ganz besonders wichtig die Bodenpilze. Also da ist unsere Zukunft von abhängig, dass wir die Bodenpilze wieder aufbauen. Ich werde gleich noch zeigen, warum. Dann machen wir die Abwassersysteme. Eigentlich könnte man sagen, regenerative Abwassersysteme. Und da geht es darum, dass wir halt anstatt das Wasser zu belasten oder Nährstoffvernichtung zu betreiben, zu guten Systemen kommen, die ja, die Nährstoffe wieder zurück zum Boden bringen. Also das, was wir als Nahrung aufnehmen und in Toiletten abgeben. Toiletten müssen immer ein Teil von einer Düngerproduktion sein und sollten nicht verbunden werden mit dem restlichen Abwasser. Das ist ein völliger Unsinn, ein Irrweg und eine Stoffwechselkrankheit der Erde. Dann haben wir da natürlich die Möglichkeiten, die Stoffwechselkrankheit der Erde zu beenden, indem wir halt diese ganzen Nährstoffe, die hauptsächlich im Urin sind, lustigerweise, also Stickstoff, Phosphor, Kalium, sind wir wieder bei dem NPK, ist auch sehr stark im Urin und in den Exkrementen der Menschen und im restlichen Abwasser relativ wenig. Und es gibt natürlich noch sehr viel mehr Elemente, die ganze Palette der 80 und mehr Spurenelemente und sehr viel organische Stoffe, die auch den Boden wieder aufbauen sollen, weil wir brauchen sehr viel mehr Kohlenstoff im Boden. Ja, und da haben wir
Systeme entwickelt. Ich habe vor 20 Jahren in Lübeck ein System gebaut für ungefähr 200 Einwohner, wo diese Trennung gemacht wurde, wo man die Nährstoffe jetzt komplett nutzen könnte. Gesetze verhindern es aktuell. Und das wird jetzt im großen Stil gebaut. Ich war jetzt letztes Jahr in Helsingborg, also das ist in Schweden, diese Fährstadt, Hafenstadt Helsingør von Dänemark. Und mit der Fähre fährt man hier ein in Helsingborg. Und da ist eine Riesenneubausiedlung für Tausende von Menschen. Und die haben das von mir vor 20 Jahren entwickelte, vor 20 Jahren gebaute, vor 25 Jahren entwickelte Abwassersystem mit dieser Trennung und der Nutzung von Nährstoffen aus Urin und Fäzes hier eingebaut. Ne? Also es geht was und ich habe gelernt, es dauert halt ein bisschen. Ne? Es kann mal 25 Jahre dauern, bis Ideen auch verwirklicht werden. Auch in Hamburg, Hamburg Wasser hat auch ein großes Pilotprojekt gemacht, was auch mit dazu geführt hat, dass jetzt in Helsingborg das gemacht wird. Und ja, ich war bei den Beratungen hier für Schweden auch mit dabei und habe auch das bestärkt, dass wir die Rückgewinnung der Nährstoffe brauchen. Ich hätte jetzt inzwischen ein anderes System gemacht, aber auch das ist eine gute Möglichkeit hier. Ja, wir haben an meinem Institut das aktuell beste Reisanbausystem der Welt entwickelt. Tafsif Shah aus Indien, aus Kaschmir, inzwischen Doktor, hat das als Doktorarbeit gemacht und er hat halt den Trockenreisanbau noch verbessert durch Intercropping, deshalb nennen wir das auch iRice, Intelligent und Intercropping. Und damit, wenn man das überall einführt, was geht, was tatsächlich möglich ist und nur Vorteile hat, damit kann man 15 bis 20% des Weltwasserbedarfs einsparen. Und nochmal einen kleinen Seitenhieb an die Menschen in der Politik. Warum wird das ignoriert? Ne? Ist das, ihr redet alle schöne Worte und sogar noch eine Partei, die eigentlich mal für Ökologie und Frieden zuständig war. Und das, was jetzt da passiert, warum wird das zugelassen, dass solche Menschen hier weiterhin was zu sagen haben und die Industrie zerstören, anstatt jetzt eine vernünftige ökologische Zukunft aufzubauen? Es wird gerade verhindert, dass eine ökologische Entwicklung entstehen kann. Und die Ignoranz ist unglaublich. Wie gesagt, ich habe es aufgegeben, da Hoffnung drauf zu setzen. Wir müssen uns regional, lokal organisieren. Und da sind wir stark und deshalb halt auch die Menschen selber, die das machen. Und da sind alle aufgefordert, auch die in der Agrochemie, die jetzt die vielleicht eine regenerative Agrochemie mit aufbauen, die dann den Reisanbau auch mit verbessern kann, da Beratung machen kann. Und das ist halt etwas, wo, ja, da bin ich sehr stolz drauf. Wir haben auch von den Menschen, die sich auskennen, von Cornell University und verschiedenen Gruppen, auch in Holland, haben wir Glückwünsche gekriegt für dieses System. Es ist veröffentlicht, Intercropping zwischen Reis und Bohne und die Bohne liefert den Stickstoff. Wir brauchen nicht den Stickstoff von den Stickstofffabriken, das ist Unsinn, gigantische Energieverschwendung, Grundwasserverschmutzung und die Bohne kann das hier liefern, wenn Molybdän im Boden ist. Deshalb muss man auch in der regenerativen Agrochemie dafür sorgen, dass Molybdän vorhanden ist. Ja, dann ja, unser agrarselektiver Jäteroboter, wo wir auf Herbizide verzichten wollen. Das Bild ist ein bisschen irreführend. Das ist schon eher dafür gedacht, das im Gartenbau zu machen. In der Flächenlandwirtschaft ja, sehe ich dieses Ding noch nicht so richtig, aber auch da gibt es Entwicklungen. Und das ist halt etwas, wo man das rein mechanisch machen kann. Es gibt aber auch Agrochemikalien, die komplett grundwasserverträglich sind. Es gibt ein Herbizid, was man auch trinken könnte. Und dieses heute hauptsächlich eingesetzte Glyphosat ist eine der Teufelssubstanzen. Es ist ein Chelator, das Spurenelemente wegbindet und noch mehr zur allgemeinen Krankheit, Degeneration und Bodenvernichtung beiträgt. Und es wird verharmlost durch eine Branche, die im Moment zerstörerisch wirkt.
Und dieser Vortrag ist eine Einladung an die Menschen aus der Agrochemie, die weg wollen von dieser Zerstörung der Menschheit hin zum Aufbau einer guten Zukunft. Es gibt welche, ich habe von mit einigen gesprochen und ich lade alle ein, uns anzusprechen. Wir müssen jetzt eh eine neue Agrochemie aufbauen in Deutschland, wenn die abwandert jetzt in den fernen Osten. Vielleicht ist das ein guter Tritt in Hintern, dass wir wirklich jetzt dazu kommen, eine regenerative Agrochemie aufzubauen. Und ja, wir brauchen eine vernünftige Agrochemie. Es gibt sehr, sehr viele Mineralien, die wir brauchen, und die Biolandwirtschaft, die lügt sich zum Teil einen in die Tasche. Obwohl ich die prinzipiell gut finde, selbstverständlich. Ja, dann gibt es halt noch ja, viele andere Dinge zu sagen, aber ich möchte ganz kurz einfach nochmal darauf hinweisen. Die Pflanze weiß genau, was sie will. Der von mir zu Lebzeiten sehr verehrte Dr. Jürgen Reckin, einer der ganz großen Bodenforscher, hatte ein Pflanzenvielfaltszentrum aufgebaut in der DDR. Nach der Wende wurde das platt gemacht, ne? Die Großindustrie mochte das nicht. Es gab zum Teil Vernichtungsanordnungen. Der ganze Wahnsinn, es ist nur noch zum Lachen, aber wir verstehen immer mehr, dass wir jetzt einfach die Dinge selbst in die Hand nehmen und den Ideologen halt einfach Plauderkreise überlassen. Die können sich ja da gegenseitig beweihräuchern und in ihrer Bubble da, Bubble, in ihrer Bubble sabbeln. Aber die sollen nichts kaputt machen. Das sollten wir nicht mehr zulassen. Wie gesagt, lokal organisieren, die lokale Wirtschaft stärken, aufbauen. Alles ist da und es ist auch alles machbar, alles bewiesen, alles belegt. Und Jürgen Reckin hat halt ganz klar gezeigt, wie kann man halt hier dazu kommen, dass wir eine hohe Produktivität haben mit den Methoden der Ökologie, und die Pflanze weiß genau, was sie will. Hier ein Pflanztopf mit einer Pflanze drinne. Der Boden ist halb und halb, also auf dieser Seite ist ein Boden, das wäre der Traum der heutigen Agrochemie mit NPK-Mineraldünger und sogar allen Spurenelementen im optimalen Bereich, was die Agrochemie heute überhaupt nicht hinkriegt. Die regenerative Agrochemie sollte genau das können, die ganzen Spurenelemente. Also weg von Masse hin zu Intelligenz. Da kann man gut einen Gewinn mit erzielen, der dann aber auch den Bauern nutzt und ihnen nicht die Betriebe zerstört. Und da braucht es auch ein immenses Wissen und noch sehr, sehr viel Forschung. Auf der anderen Seite ist hier ein Boden mit viel Humus, Steinmehl und ohne NPK-Dünger, ohne jeden Mineraldünger. Und die Pflanze weiß genau, was sie will. Die will nämlich einen gesunden Boden. Und dann haben wir hier auf der Seite der Pflanze eine hohe Nährstoffdichte. Gesunde Böden, gesunde Pflanzen, gesunde Menschen. Das kann man auch messen. Der BRICS-Wert ist halt ein Wert, der die Nährstoffdichte repräsentieren kann. Er misst zwar eigentlich die Zuckerdichte, aber hoher Zucker im Blattsaft sollte über 12 sein, 12%. Heißt auch hohe Nährstoffdichte, die die Menschen gesund macht und die geistige Schärfe wiederherstellen kann. Und ja, BRICS und Vitamin C sollten hoch sein und Nitrat sollte niedrig sein. Deshalb von diesem NPK, das N muss weg. Ja? Das kann der Boden selber viel besser, aber das kann nur ein lebendiger Boden, der auch Molybdän hat und die entsprechenden Organismen. So, jetzt die spektakuläre Forschung von Dr. David Johnson. Es gibt tolle Leute und einen von denen, die ich sehr bewundere, das ist halt der ja, Dr. David Johnson, New Mexico State University, der fantastische Forschung gemacht hat und der halt wirklich gesagt hat, hier, wir haben ja, die hohe Produktivität, das sind diese roten Balken hier, hohe Produktivität. Und was ist da mit Stickstoff? Hier gelöster Stickstoff
Nitratstickstoff. Und die Produktivität ist hier sehr hoch, links auf der Grafik, genau da, wo Nitrat 0 ist. Ne? Und das ist schon mal ein Hinweis: weglassen, weg mit dem Mist, viel zu teuer, belastet das Grundwasser, braucht immens viel Energie und so weiter. Und es gibt keinen Zusammenhang mit dem Wachstum. Ne? Natürlich wird Stickstoff gebraucht, aber wir brauchen den Stickstoff, den das Bodenleben produziert. Auch Phosphor hat keinen allzu deutlichen Zusammenhang zum Ertrag, also eher moderate Phosphormengen, die hohen Phosphormengen ist der Ertrag miserabel. Beim Kalium ist es ähnlich, ne? Hohe Mengen kostet alles viel Geld, die Ressourcen gehen zur Neige. Hohe Erträge bei niedrigen Kaliumgehalten. Aber es braucht Kalium. Man kann das nicht einfach komplett weglassen. Und jetzt hat Dr. David Johnson was ganz Spektakuläres herausgefunden. Was macht das Pflanzenwachstum ab? Und hier nochmal zwischendrin diese Folie. Gerade dieses doofe Stickstoff, was das Pflanzenwachstum wirklich behindert, der mineralische Stickstoff, der ist noch das teuerste. Das sind hier Euro pro Tonne bei der Anwendung in der Landwirtschaft. Ne? Stickstoff, Kalium, sehr, sehr teuer. Phosphor ist auch teuer. Also NPK, genau das Teure. Ne? Ach hier Quatsch, ich mache das mal weg hier. Weg damit. Und dann spart man schon mal eine Menge Geld, weil wenn man das hier nicht mehr braucht, dann wird es sehr viel kostengünstiger. Ne? Also das für die Bauern, die auch am Ende des Jahres was überhaben wollen und ihren Boden aufbauen wollen. Das sind gute Nachrichten. Und hier sind Wege. Und wir haben eine Menge anderer Elemente, die gebraucht werden. Also hier regenerative Agrochemie. Und jetzt aber die spektakuläre Entdeckung von Dr. David Johnson, was den Zusammenhang hat, hohes Wachstum und hoher Ertrag, ist da, wo wir ein hohes Verhältnis von Bodenpilzen zu Bodenbakterien haben. Nochmal, Verhältnis von Bodenpilzen zu Bodenbakterien ist hoch. Wo das hoch ist, haben wir die hohen Erträge. Wo das niedrig ist, haben wir miserable Erträge. Die Korrelation ist immens. So was haben wir in der Forschung, in der Forschung für Landwirtschaft sehr, sehr selten. Also hier ist ein klarer Weg. Die Chemie und die Biologie müssen Hand in Hand gehen. Dass die Chemie die Biologie zerstört hat, Massenumsätze zu machen, hat leider gut geklappt für 100 Jahre, aber es reicht jetzt und weg nach China und wir bauen was Neues auf, regenerative Agrochemie und hier ist der Weg, das geht nur mit Biologie zusammen, aber auch jetzt nicht nur Biologie, sondern wir brauchen auch die Elemente, ne? Die Stickstoff. Bindung aus der Luft im Boden funktioniert nur mit Molybdän und mit den entsprechenden Organismen und Pflanzengemeinschaften. Es geht um Ökologie, um wissenschaftliche Ökologie und vergesst den Ökologismus mit seinen einfachen Parolen für Dumme. Und die sieben Elemente der regenerativen Landwirtschaft. Ich will nicht so viel so böse sein. Es macht mir viel mehr Spaß, auch ja, die ganze Sache lustig zu sehen und die positiven Wege aufzuzeigen. Und das empfehle ich auch allen. Den Wahnsinn angucken, informiert sein und das nicht mitmachen, wo man was machen kann. Also da, wo man agieren kann, wirklich auch agieren, aber ansonsten die positiven Dinge aufbauen, dann kann der ganze Mist verschwinden. Und die sieben Elemente der regenerativen Landwirtschaft, die ich jetzt hier in diesem Video nicht genauer erkläre, aber es geht halt als erstes um die Verbesserung der Bodenbiologie. Yes!
Das brauchen wir. Dann brauchen wir aber auch eine Verbesserung der chemischen Zusammensetzung. Ergänzung fehlender Makro- und Mikronährstoffe im Boden. Das geht auch über Blattsprays, biodynamische Präparate, und die Bodenbiologie, die liefert aber sehr vieles auch aus den Mineralien der Böden selber. Also man muss gar nicht immer alles zugeben, aber man muss dafür sorgen, dass der Aufbau des Bodens läuft und dass wir das ergänzen, was halt fehlt. Und das ist eine ganze Menge. Also da gibt es sehr, sehr viele Aufgaben für die regenerative Landwirtschaft. Also von daher Hallo an die Leute in Ludwigshafen, in Leverkusen und auch bei anderen Betrieben, auch in der Schweiz. Schaut euch das an und macht eigene Betriebe auf. Wenn die Betriebe jetzt abwandern nach China, ist vielleicht nicht so lustig, da mitzugehen. Lieber was Besseres aufbauen und sich zusammentun mit anderen, die auch eine gute Zukunft aufbauen wollen und dabei aber auch gutes Geld verdienen, mit guter Beratung und mit guten Produkten, die individuell gemixt werden müssen. Ja, die restlichen Prinzipien sind dann minimale Störung des Bodens, weg vom Pflügen. Dass die meisten Biobetriebe noch pflügen, ist die Katastrophe. Deshalb stehen sie, wo sie stehen, und die stehen nicht allzu gut. Gerade jetzt, wo die Menschen immer weniger Geld haben, muss die Biolandwirtschaft auch regenerativ werden, dass halt mehr Ertrag ist und die Ausgaben auch sinken. Ne? Auch diese Pflügerei kostet viel Energie und das Diesel ist auch nicht gerade billiger geworden. Bodenschutz durch Bedeckung der Böden, Durchwurzelung auch im Winter, artenreiche Gründüngung, ne? Also hier der Stickstoff wieder nicht aus NPK, sondern aus sinnvoller Bepflanzung und hohe Produktivität erhalten. Die hohe Produktivität bringt halt auch sehr viel Nahrung und zugleich bringt es sehr viel Humusaufbau. Tierhaltung passend zu den Ackerflächen. Die jetzt der Versuch der Zerstörung von vielen Bauern, vielen bäuerlichen Betrieben in Holland, aber in Deutschland ist das auch geplant. Die Zerstörung der Lebensmittelversorgung scheint eine hohe Priorität zu haben. Da die ökologistische Argumentation zieht nicht. Die Tiere können halt in der Fläche viel besser gehalten werden. Umbau ja, aber keine Zerstörung. Und ja, ein Hallo an die Freunde in Holland. Und toll, dass ihr euch das nicht gefallen lasst. Und in anderen Teilen der Welt ist es auch so. Die Menschen lassen sich das nicht gefallen. Aber zugleich was Besseres aufbauen. Ne? Also einerseits nicht die Zerstörung akzeptieren, sondern einfach eine sinnvolle Entwicklung einfordern, die nicht zu sehen ist. Es ist kein Plan vorhanden, deshalb ist halt auch kein Respekt mehr für die Marionetten da. Und dann Agroforst einbeziehen. Agroforst wird sehr viel gemacht und auch das verbessert die Vielfalt. Da kann man auch eine Beweidung machen der Agroforstreihen. Man kann sehr viel Energie produzieren, also die Energieproduktion nicht Biogas, das ist also Biogas aus Nahrung ist pervers, aber Holzgas ist eine tolle Richtung. Strom, Wärme, Kälte, Holzkohle, Bodensubstrat. Das ist das, was man mit Agroforst machen kann. Und den Agroforst kann man auch so aufbauen, dass der auch viel Nahrung produziert, wie Esskastanie, Walnussbäume, Haselnuss und so weiter. Aber dazu mehr in meinen Vorträgen zur regenerativen Landwirtschaft, auch in diesem Kanal. Jetzt komme ich dann zu den Elementen der regenerativen Agrochemie. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal für Agrochemie bin, aber ich bin halt für
die regenerative Agrochemie. Ja, John Kempf in den USA hat fantastische Arbeit gemacht und er hat halt diese Pflanzengesundheitspyramide aufgestellt. Und dazu gehört halt für die komplette Photosynthese brauchen wir Magnesium, Eisen, Mangan. Wir brauchen auch Stickstoff, aber halt den aus dem Boden. Es wird auch Phosphor gebraucht. Viele Böden haben Phosphor für Jahrhunderte und trotzdem kaufen die Bauern immer noch mehr Phosphor ein. Also auch hier eine Goldgrube im Boden. Jahrhunderte Phosphor im Boden. Das ist teuer, das jedes Jahr neu zu kaufen und es wäre doch, wird viel mehr Spaß machen, einfach jetzt für die nächsten paar hundert Jahre einfach mal keinen Phosphor mehr reinzuschmeißen. Dafür brauchen wir aber gute Bodenbiologie, Mykorrhizen, die den auch aktivieren dann, ne? Ja, und dann für die komplette Proteinsynthese, was ja auch eigentlich ganz gut wäre, wiederum Magnesium, aber auch Schwefel, das Molybdän und Bor, ne? Und das sind alles Aufgaben für die regenerative Agrochemie. Hier die Folie nochmal mit den entsprechenden Übersetzungen. John Kempf hat in den USA sehr, sehr viele Wege, also Advancing Agriculture, ganz tolle Webinare. Man kann da sehr, sehr viel lernen. Die machen auch BRICS-Landwirtschaft, also diese Nährstoffdichte messen, was auch in der regenerativen Landwirtschaft sehr wichtig ist. Ja, und es gibt Ewan Campbell in Neuseeland und der hat auch fantastische Arbeit gemacht und da geht es auch sehr stark um chemische Analysen und die chemische Verbesserung der Böden. Und er hat hier Humusaufbau in 4 Jahren und er hat ein wichtiges Buch, wo das beschrieben ist. Also ich hoffe, man kann das hier gut erkennen. Das sind so Bodensonden hier. Und das ist der Boden, wie er vor 4 Jahren war oder 4 Jahre bevor der Boden auf der rechten Seite entnommen wurde. Und das ist hier der absolute Hammer. Und eine gute Nachricht für alle, die eine gute Zukunft aufbauen wollen. Ein paar gibt's und es werden immer mehr. Und das heißt, man kann es schnell machen. Man kann die Böden ab dem ersten Jahr wird es besser. Nach dem zweiten Jahr versickert das Regenwasser wieder und so weiter. Und das ist halt einfach was, wo wir aber Unterstützung brauchen. Das Buch von Campbell, übrigens Campbell, wird von der Agrochemie richtig gehend verfolgt. Die versuchen ihn fertig zu machen, benutzen da pervertierte Menschen in Behörden dazu, die ihm da Knüppel zwischen die Beine schmeißen mit weit hergeholten Argumenten. Und ich fordere hier Fair Play ein. Ne? Menschen in der Agrochemie. Fair Play gilt. Fair Play gilt. Fair Play gilt. Und über die Methoden will ich mich hier nicht weiter auslassen. ich habe eigene Erfahrung damit. Ja, aber ich habe keine Angst, ne? Weil eine gute Zukunft aufbauen. Das mache ich auch, wenn es mich das Leben kostet. Und es geht ja nach dem Tod weiter. Das ist ein Aufwachen woanders und ich freue mich da schon drauf. Aber ich habe auch vor, hier noch viel zu machen. Es macht mir Spaß hier und den grünen Planeten mitzugestalten. Das wird richtig, richtig super. Ja, wir haben hier ja, sehr viele. Wir haben hier sehr viele ja, komplexe Zusammenhänge und wir haben halt hier einfach dieses Zusammenspiel der ganzen Elemente und das ist sehr, sehr komplex und das ist hier im Bild zu sehen. Das ist halt hier dieses Zusammenspiel von den vielen, vielen, über 80 Spurenelementen und auch Makroelementen. Und wir sehen hier diese ganzen Verbindungen. Und da gibt es
Verbindungen, wo die Elemente sich gegenseitig unterstützen. Und es gibt Elemente, wo man halt einfach sehen kann, dass die Elemente nicht für sich gesehen werden können. Das heißt, die Beratung für regenerative Landwirtschaft ist sehr komplex. Da braucht es sehr, sehr viel mehr Menschen, die mitmachen. Und deshalb dieser Aufruf zur Schaffung von regenerativer Agrochemie. Und einer, der dort schon ein privates Forschungsinstitut gegründet hat, das Institut für Mineralien-Kreislaufforschung, ist Dr. Stefan Hügel, mineralienwende.de. Und er ist Weltklasse, also er ist einer der weltweit besten Forscher im Bereich von Bodenmineralien und das Zusammenspiel dieser Mineralien. Und nehmen Sie Kontakt auf mit ihm, wenn Sie halt dort auch interessiert sind, was aufzubauen, regenerative Agrochemie. Und in dieser Internetseite finden sich sehr, sehr viele interessante Sachen für gesunde Böden, aber auch gesunde Menschen. Und solange die Böden so kaputt sind, wie sie sind, ist es ganz gut, auch einfach sich selbst gut zu versorgen, ne? Und da gibt es halt auch Möglichkeiten, das zu tun. Und wir haben bei den Elementen, die wir wichtig brauchen, ist auch Gold dabei, ne? Also das Gold ist, das ist nur Schokolade hier, aber es ist, Gold ist ein wichtiges Spurenelement für die Gehirnfunktion zum Beispiel, ne? Also als ich Gold eingenommen habe, habe ich gemerkt, dass meine Reaktionsfähigkeit wieder voll da war. Und das ist etwas, was einfach dazugehört. Und deshalb sollte eigentlich auch mit Gold gedüngt werden. Und das ist aber wahrscheinlich der schwierigere Weg. Und deshalb sollte das Bodenleben so brummen, dass diese Elemente auch alle zugänglich gemacht werden. Nochmal, es geht nicht nur um Chemie, es geht nicht nur um Biologie, sondern um ein ökologisches Gesamtsystem, wo die einzelnen Systemelemente aufeinander abgestimmt sind. Und Systemdenker gibt es ganz, 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 ganz wenige in unserer Gesellschaft. Also der Verlust an geistiger Schärfe, der hat schon ziemlich durchgeschlagen. Das meine ich ernst. Es ist immer schwieriger, dass Menschen grundlegende wissenschaftliche Zusammenhänge kapieren. Und auch immer weniger, die sich überhaupt damit abquälen wollen. Und das ist halt einfach was, weil die Dinge auch so schlecht vermittelt werden. Also in den Schulen sollte man halt einfach diese ganzen Themen interessant bringen und den Schülerinnen und Schülern auch sagen, dass sie gebraucht werden. Es ist verdammt viel zu tun. Und da ist halt auch diese Beschäftigung mit den Mineralien ganz wichtig. Und die Thematik ist klar. Und es gibt halt auch entsprechende Analytik. Man kann im Boden mit so einem Röntgenfluoreszenzspektroskop, was Stefan Hügel mit seinem Institut angeschafft hat, ist ein immens teures Gerät. Also die tun da was. Und da ist halt einfach diese ganze Palette der Elemente zu betrachten und da kann man dann sehen, was fehlt in diesem Boden. Und wenn man so ein Gerät hat, dann kann man auch tatsächlich sagen, okay, in diesem Boden fehlt das und das und das. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass es nicht Überschuss gibt, weil auch die Verhinderung von Belastung, von Vergiftung ist sehr wichtig, ne? Es gibt viele der Spurenelemente, die in Spuren dringend nötig sind, die aber doch ganz, ganz leicht überdosiert werden können und dann auch giftig sein können. Also insofern, das ist wirklich ein komplexes Thema, wo es
fitte Leute braucht und gute Firmen, die das auch mit den Bauern entsprechend hinkriegen und eine individuelle Beratung machen. Die Messung, wie gesagt, mit BRICS, und wir können durch diese BRICS, das ist hier mal so ein BRICS-Refraktometer, auch elektronisch verfügbar. Und wie gesagt, ein hoher BRICS-Wert in Frucht und auch im Blattsaft. Also Blatt kann man halt pflanzenunabhängig, und da sollte es halt über 12 sein, damit es Menschen gesund hält und auch die Pflanzen gesund bleiben. John Kempf hat gesagt, eine gut versorgte Pflanze, die alles hat, wird nicht mehr angegriffen von Insekten und Krankheiten. Und insofern ist das auch, was die regenerative Agrochemie sollte dafür sorgen, dass sie möglichst wenig nötig ist. Und dann ist man seriös. Und ja, die Möglichkeiten hier, das zu messen, sind halt wirklich BRICS, das ist dieses Gerät, dazu Vitamin C, die beiden möglichst hoch, und Nitrat sollte möglichst niedrig sein. Hier sind wir wieder bei dem Wahnsinns, ja, Ausstoß von Nitrat, gigantische Zahlen, 80% wird verschwendet und nur wenig kommt in die Pflanze, das Grundwasser wird belastet und immenser Energieverbrauch. In Deutschland sind es, glaube ich, ungefähr 30% der gesamten Gasimporte bisher, die alleine nur für Stickstoffsynthese gebraucht wurden. Na klar, geht auch was in die chemische Produktion. Das ist nicht alles nur Agrochemie, aber Agrochemie spielt da eine Riesenrolle. Und jetzt die regenerative Agrochemie. Yeah! Jetzt wollen wir mal gucken, wie kann die aussehen. Erstens, Ausstieg aus der industriellen Stickstoffsynthese. Hey, das ist doch eine gute Nachricht. Dieser verdammte Aufwand, gigantische Energiemengen, Energie wird immer teurer und auch in China wird Energie vielleicht irgendwann teurer. Und sinnvoll macht es das auch nicht, zumindest in Richtung Agrochemie. Also, spart immens Energie. Der Boden kann es besser, wenn Molybdän da ist und auch das Bodenleben. Ne? Ungefähr 100.000 Bodenorganismen können Stickstoffsynthese, aber alle können das nur, wenn Molybdän da ist. Nitrogenase hat im Zentrum ein Molybdän und insofern wird Molybdän hier gebraucht. Und Ende der Grundwasserbelastung. Juhu! Und das ist doch eine gute Nachricht für meine Kollegen in der Wasserwirtschaft, die zum größten Teil sich für das, was ich hier mache, überhaupt nicht interessieren. Schade. Herzlich willkommen, und ich weiß, dass ein paar von euch, von Ihnen, sich da durchaus interessieren, aber ach, immer den gleichen Scheiß machen, sein ganzes Berufsleben ran, das macht doch keinen Spaß. Guckt euch mal neue Sachen an und dann agiert da, wo man wirklich was bewegen kann. Ne? Reisanbau, ne? 15 bis 20% des Weltwasserbedarfs einsparen. Auch das ist ein Thema für Wasserwirtschaft. Regenerative Landwirtschaft ist ein Thema der Wasserwirtschaft. Wir arbeiten auch für Wasserwerke. Und das ist halt etwas, was dringend, dringend nötig ist. Punkt 2. Differenzierte und individuelle Mineralienmischungen für die Landwirtschaft. Dazu sind hochqualifizierte Beratungsleistungen hin zur regenerativen Landwirtschaft nötig. Und meine geistige Schärfe ist auch schon weg. Regenerativer Landwirtschaft. Und da sind halt die Möglichkeiten gewaltig. Und es braucht, ja, eigentlich, es braucht Zehntausende von Beratern in diesem Feld, und das kann halt eine regenerative Agrochemie als Beratungsleistung machen. Und Beratungsleistung ist elegant, weil da brauche ich nicht gigantische Rohstoffressourcen, die knapp werden, und gigantische Belastungen jetzt beim Phosphat mit Uran und Cadmium. Ja, und dann noch ein Thema, was ich hier nur kurz anreißen will. Ausschließlich wassergerechte Pestizide und Herbizide. Man kann ein Herbizid machen, was komplett harmlos ist, aber gut funktioniert und
Es basiert zum großen Teil auf Phosphorsäure mit Zucker. Die Phosphorsäure geht dann ins Bodenleben ein nach der Zerstörung der Unkräuter, des Unterwuchses. Und der Zucker nährt das Bodenleben. Also das wird wirklich ein tolles Zeug. Und empfehle ich wirklich, da Forschung zu machen, da neue Produkte zu entwickeln, auch lokal neue Produkte zu entwickeln und auszuprobieren. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. In der regenerativen Landwirtschaft, gerade im Übergang, ist es manchmal ganz gut, wenn man noch ein Herbizid hat. Das sollte dann aber auch das Bodenleben aufbauen, es nicht zerstören. Im Weinbau gibt es ein Beispiel. Ich habe mit Weinbauern zu tun und es gab ein sehr nasses Jahr und die Biobetriebe kamen nicht weiter. Und die Bioverbände haben an ihren Dogmen festgehalten, es darf nicht synthetische Chemie sein und den Bauern immer gesagt, mehr Kupfer, mehr Kupfer, mehr Kupfer. Und das geht in eine Region, wo es eine massive Bodenvergiftung gibt. Sehr viele Bio-Winzer haben dann das Bio-Zertifikat aufgegeben und machen einfach jetzt ordentliche Arbeit. Und in Zukunft brauchen wir wahrscheinlich nur noch Brix, Vitamin C und Nitratwerte anzugeben. Dann wissen wir, wer gute Landwirtschaft macht. Und das ist dann tatsächlich auch einfach nicht mehr davon abhängig, welches System man da machen will. Und im Weinbau gibt es eine synthetische Chemikalie, die komplett mineralisiert, also zu CO2 und Wasser zerfällt. Und die darf aber im Bioanbau nicht eingesetzt werden. Und lieber wird der Boden vergiftet und so pervers ist das geworden. Das ist auch Teil des Ökologismus. Bitte mitdenken und einfach sinnvolle Dinge tun. Ja, regenerative Agrochemie und das ist halt etwas, wo es dann gut weitergehen kann. So, dann komme ich auch langsam zum Ende und hier ein paar Buchempfehlungen. Das absolut wichtigste Buch für regenerative Landwirtschaft: Aus toten Böden wird fruchtbare Erde. Dirt to Soil von Gabe Brown. Sofort bestellen. Details im deutschsprachigen Raum kann Dietmar Näser sehr gut, regenerative Landwirtschaft. Er hat sehr, sehr viele Details. Und mein neues Buch, Neues Dorf für neue Erde, dieses Buch hier, Konkrete Zukunftsvisionen, ist eine Auskoppelung daraus. Und hier steht auch sehr viel zu regenerativer Landwirtschaft drinne. Und ich mache die Prinzipien, die Elemente. Und andere wissen dann auch, wie es im Detail geht, was ich nicht kann. Das ist eine sehr hohe Kunst, wahrscheinlich der komplexeste Beruf der Welt, regenerative Landwirtschaft zu betreiben. So, dann in Interessengemeinschaft Gesunder Boden macht regenerative Landwirtschaft Beratung inzwischen schon für Tausende von Bauern. Und da kann man sich hinwenden. In der Schweiz, Regenerativ Schweiz macht auch Ausbildungen. Und ich selber empfehle halt, dass mehr Menschen aufs Land ziehen, weil die regenerative Landwirtschaft, Agroforst und Portionsbeweidung braucht einfach mehr Menschen. Und das ist halt mein Konzept, das neue Dorf, wo es auf dem Land wieder attraktiv wird, dadurch, dass viele Menschen dann dort sind, mindestens mit 150 bis 200 Leuten, wo niemand mehr ist. Und statt jetzt große industrielle Landwirtschaftsbetriebe, sollte es viele Kleinbetriebe geben in regenerativer Landwirtschaft, bäuerliche Familienbetriebe, viel bessere Struktur. Und dann sollte aber auch viel mehr Gartenbau gemacht wird, lokale Produktion mit vielen Kleinbetrieben. Und da gehört dann auch die regenerative Agrochemie dazu. Und die grüne Erde ist schon unterwegs. Ich bin Optimist geworden, weil ich mich sehr gut auskenne. Wir brauchen nur noch ein paar mehr Leute, die mitmachen, dass es ein bisschen schneller geht. Und in diesem Sinne,
Alles Gute und tschüss.